Willkommen zurück, liebe Geschwister. Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Welcome back, brothers and sisters. Shall we begin with prayer? Amen. Amen. Okay. Wir wollen heute Abend uns noch einen weiteren Aspekt vom Sonntagsgesetz anschauen. So this evening we want to take a look at a further aspect of the Sunday law. Nachdem ich euch aufgezeigt habe, wie das Sonntagsgesetz aufkommen wird. So we've shown how the Sunday law is going to come into effect. Ja, erstmal mit diesem zivilen Sonntagsgesetz und dann mit dem religiösen Sonntagsgesetz. So first of all with this civil Sunday law and then the religious Sunday law. Und dann haben wir ja auch gezeigt, was dann in dieser Zeit des Testes hier unter dem religiösen Sonntagsgesetz stattfindet. And then we've already taken a look at what's going to take place in this testing period under the religious Sunday law, what's going to take place there. Ja, diese zwei Phasen, wo wir erstmal mit all unseren weltlichen Gütern getestet werden. So these two phases where we're going to be tested with all of our worldly possessions. Und dann die zweite Phase, wo wir mit unserem eigenen Leben geprüft werden. And the second phase where we come face to face with death. Ja, und wir haben ja dann viele Illustrationen gesehen, wo, wenn wir dann mit dem Tod konfrontiert werden. And we've seen many illustrations that we brought together that when we're confronted with the death. Zum Beispiel wie Daniel oder Daniels Freunde oder Luther. For und example, Daniel or Daniel's friend or Luther. Dass wenn wir dann treu durch diesen Test hindurchgehen. That when we faithfully go through this test. Und an den Verheißungen Gottes festhalten. And that we have faith in the promises of God. Dass wir dann hier am Ende dann ja, erhöht werden. That at the end that we're going to be receive honor, we're going to be lifted up. Und wir werden diese Botschaft dann kraftvoll an die Könige weitergeben. And that we will be able to take this message with power to the kings, governors and rulers. Was wir auch gesehen haben, ist, dass hier an Punkt B wird Satan herunterkommen. We also seen that at point B that Satan's going to come down. Ja, und das ist hier diese dreifältige Vereinigung ist, die hier zusammenkommen wird. Where the threefold union comes together. Und ich möchte jetzt in diesem Vortrag vor allem auf diese Vereinigungen hier in Punkt B vorwärts eingehen. So and in this presentation we're going to take a look at this, how this threefold union from point B onwards works. So, not only the threefold union, but as confederacies in a general sense. Also confederacies in a general sense. Also diese verschiedenen Bündnisse, die dann auch dort aufkommen werden. Okay, the different confederacies that are coming together in that time period. Und das, wie gesagt, in eurem Notizbuch auf Seite 227. So in your notes on page 227. Und dann hier unter dem vierten Vortrag. Under the fourth presentation. Böse Bündnisse, ein Zeichen, das wir sehen müssen. So evil confederacies, a sign that we must see. Lass uns das erste Zitat lesen. So the first quote. Und zwar beginnen wir mit dem Fettgedruckten. And we're going to begin with the bold print. Satan und seine Diener legen spezielle Arbeitspläne für Männer fest, die von seiner Macht kontrolliert werden können. Es treten Täuschungen aller Grade und Arten auf, sodass Satan, wenn es möglich wäre, selbst die Auserwählten täuschen würde. Es wird viele Herren und viele Götter geben. Die Botschaft wird gehört werden, siehe, hier ist Christus und siehe, da. Also, was sollte euch jetzt sofort in den Kopf kommen, wenn ihr das liest? So, what comes to mind when we read this? Welches Kapitel
auf welches Kapitel bezieht sie sich hier? What chapter is it talking about? Ganz genau, Matthäus 24. This is Matthew 24. Wo steht, dass viele sagen, ich bin Christus und so weiter und so fort. Many will come and say, I am Christ and he is Christ. Und so on. Viele Herren und viele Christus und so weiter. So, und wo markieren wir das auf unserer Linie? Where do we mark this on the line? Wo ist diese falschen Christusse aufkommen? Where false Christs arise. Genau, also erstmal hier an Punkt B. So at point B. Und dann auch noch an der Kluft werden auch nochmal diese zweiten falschen Propheten aufkommen. But then again at the chasm as well, this second group of false prophets. Ja. Und lesen wir weiter. Mit derselben subtilen Kraft, die er für die Rebellion heiliger Wesen im Himmel und vor dem Fall eingesetzt hat, arbeitet Satan heute daran, durch den Menschen zur Erfüllung seiner Ziele des Bösen zu wirken. Ich fordere unser Volk auf, das 28. Kapitel von Hesekiel zu studieren. Die hier gezeigte Darstellung, die sich vor allem auf Luzifer, den gefallenen Engel, bezieht, hat noch eine breitere Bedeutung. Und ich denke, jeder von uns kennt das Kapitel 28 von Hesekiel, richtig? So everybody knows the 28th chapter of Ezekiel, right? Das ist nämlich dort, wo Lucifer als dieser schirmende Cherub dargestellt wird. It's where Lucifer as the covering cherub is represented. Ja, der sich dann aber verdorben hat und dann von Gott gerichtet wird. That he is judged by God because he falls. Und hier sagt sie, dass es in diesem Kapitel, dass Lucifer nicht nur Lucifer darstellt. So it's telling us in this chapter that it's not just speaking about Lucifer, although it is. Sondern es steht hier, es hat noch eine breitere Bedeutung. It says, has yet a broader significance. Nicht ein Wesen, sondern eine allgemeine Bewegung wird beschrieben und eine, die wir erleben werden. So it's telling us that not one being, but a general movement is described and one that we shall witness. Also wenn da über Lucifer, diesen schirmenden Cherub, die Rede ist, so when it's speaking about Lucifer as the covering cherub, über was spricht es dann noch? Was sagt sie? What's it speaking about also? Ganz genau. A general movement. Über eine Bewegung. Ne? Und wir müssen immer verstehen, ja, es gibt immer zwei oder es gibt immer zwei Erfüllungen davon. And we have to understand that there's two fulfillments of this. Einmal extern und einmal intern. One is an external fulfillment and the other an internal fulfillment. Ja. Denn zum Beispiel, wir haben ja den Menschen der Sünde, den Sohn des Verderbens. So, for example, we've got the man of sin. Und wer ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens extern? And who is the man of sin externally? Genau, der Papst. It's the papacy, und son of perdition. Intern? And internally? Genau, es ist Judas. It's Judas, right? Deswegen auch hier diese Bewegung, ja, die hat sowohl eine externe Anwendung als auch eine interne Anwendung. So in the same here, this general movement, there is an external application, but also an internal. Und wir haben ja schon gesehen, extern wird es diese Sonntagsbewegung geben. And externally, we've already seen it's this Sunday movement. Aber Bruder Fjodor wird euch dann in seinen Vorträgen aufzeigen, dass es sowohl dann auch intern eine Bewegung in dieser Bewegung sozusagen geben wird. But in the presentations from Brother Fjodor that we'll see, we're also going to establish and see that there is an internal movement. Ja, und diese interne Bewegung wird diesen Omega-Abfall erfüllen. And this internal movement will fulfill the position of the Omega. Okay, aber ich spreche ja hier über diese externen Sachen bisher immer. But here now we're talking about this external. Ja. Und wir haben gesehen, diese Sonntagsbewegung, die fängt hier an Punkt A an. So we've seen that this Sunday movement begins at point A. Aber jetzt hier dieses Zitat markiert es ja hier beginnt an Punkt B. But this quote that we've just read is beginning here at point B. Ja, wo Matthäus 24 mit einbezogen worden ist, wo viele falsche Christusse aufkommen und so weiter und so fort. Where she's quoting Matthew 24, where many false Christs will arise. Deswegen müssen wir verstehen, diese Bewegung, die wird nicht hier enden, sondern sie wird weiterhin ja, immer mehr versuchen, den Sonntag einzusetzen. Sunday movement doesn't just start and stop here, it keeps going and they are going to increase their efforts to establish Sunday sacredness. Okay. Denn
steht jetzt hier weiter noch in dem nächsten Absatz, in dem fettgedruckten. In the next paragraph, the bold print. Ja, da steht es, dass es dann hier über diesen Fürsten von Tyrus spricht und wir wissen, dass es Satan in einer Weise. Speaking about the prince of Tyrus, which we know in that it's speaking about Satan. Aber es ist auch sein Stellvertreter. But it's also Satan's representative. Denn das ist jetzt hier aus Hesekiel 28 zitiert. And this is being quoted from Ezekiel 28. Steht, sage dem Fürsten von Tyrus, so spricht Gott der Herr, weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meere, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist und dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Also wer ist derjenige, der sich als Gott ausgibt? So, who is it that sits as God? Genau, das ist 2. Thessaloniker 2, richtig? 2. Thessalonians 2. Wo der Mensch der Sünde in dem Tempel Gottes sitzt und sich als Gott ausgibt. Where the man of God sits in the temple of God and sells himself as God. Also sehen wir hier, dass es diese auch diese externe Applikation hat, diese Sonntagsbewegung. So we can see here that this has got an external application to the Sunday movement. Gut, also das wollte ich einfach einsetzen, dass hier diese, ja, diese Bewegung hier weiterhin durchgeht. Also wir müssen diese Bewegung hier sehen. So, I just wanted to show that this movement continues through past point B. Und jetzt wollen wir uns nochmal das nächste Zitat anschauen. Das haben wir uns schon angeschaut. And the next quote we're going to take a look at, we've already read this. Nämlich, dass hier, wenn das Sonntagsgesetz dann kommt, dieses religiöse, dass es diese dreifältige Vereinigung gibt. That when the religious Sunday law is established, it's the same place where the threefold union comes together. Denn es steht ja hier, wenn der Protestantismus ja, die Hand reicht mit der römischen Macht, wenn er den Spiritismus ergreift, dann wird es diese dreifache Vereinigung geben. So it tells us when Protestantism stretches our hand across and grabs the Roman power and the spiritualism, then the threefold union comes together. Und dann im letzten Satz hier von dem Zitat. And in the last, also zumindest von diesem ersten Absatz des Zitats, da steht, dann können wir wissen, dass die Zeit für das wunderbare Wirken Satans gekommen ist und dass das Ende nahe ist. Since then we may know that the time has come for the marvelous workings of Satan and that the end is near. Okay, erinnert ihr euch noch an das Zitat? Do you remember that quote? Also das ist dann hier diese dreifache Vereinigung. This is the threefold union. Die jetzt hier zusammenkommt. That comes together at this point. Also sehen wir hier, dass schon mal eine dieser Vereinigungen ja, markiert ist. So we can see that one of these unions is marked here. Und das wollen wir uns jetzt, wie gesagt, anschauen, dass hier an diesem Punkt sich die Menschen in allen möglichen Arten von Bündnissen zusammenschließen werden. And we can see from this point on that the people in all different types of unions and movements are going to come together. Und das müssen wir erkennen. And we need to see this, we need to recognize it. Das ist ein Teil von diesen Zeichen, die hier an Punkt B stattfinden. It's a part of the signs that we need to recognize at point B. Und wie gesagt, ich behandle dieses Externe. So I'm taking showing you the external factors. Und Bruder Fjodor wird euch dann die internen Erfüllungen davon anzeigen. And Brother Fjodor is going to cover the internal. Okay, gehen wir jetzt mal zu Offenbarung 16. And if we go to Revelation chapter 16, da lesen wir mal die Verse 12 bis 14. Verses 12 through 14. Da steht, und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet wurde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Also, was wird hier in Offenbarung 16, Vers 13 beschrieben? So, what's written here in Revelation 16, 13? Wie viele Mächte sehen wir hier? How many powers do we see here? Drei. Und das ist die dreifache Vereinigung, ganz genau. Three, and it's the threefold union, right? Das ist der Drache, das Tier
und der falsche Prophet. It's the dragon, the beast and the false prophet. Nichts anderes als Katholizismus, also der Drache ist Spiritismus, das Tier ist Katholizismus und der falsche Prophet ist der Protestantismus. So, the dragon is spiritualism, the beast is Catholicism and the false prophet is Protestantism. Und sie, also Ellen White, kommentiert darüber. And Ellen White comments on this. Im nächsten Zitat. In the next quote. Sie sagt hier, Johannes schreibt in der Offenbarung über die Einheit derer, die auf der Erde leben, um das Gesetz Gottes außer Kraft zu setzen. Ja, also was machen sie? Sie vereinigen sich, um was zu tun. So they're coming together in unity for what purpose? Ganz genau. Und wann setzen sie das Gesetz Gottes außer Kraft? To make void the law of God. And when do they do this? Genau, Punkt B, ne, wenn sie das Sonntagsgesetz erlassen. Und jetzt zitiert sie, um diese Aussage, die sie hier gemacht hat, zu beweisen, zitiert sie Offenbarung 17, Verse 13 und 14 und Offenbarung 16, Vers 13. And she quotes Revelation 17, 13 and 14 and Revelation 16, Vers 13. Und wir haben ja Offenbarung 16, Vers 13 bereits schon gelesen. And we just read Revelation 16, Vers 13. Nämlich da, wo aus dem Maul des Drachen, dem Maul des Tieres und dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister auskommen. Where you see three unclean spirits coming out of the dragon, beast and false prophet. Also sehen wir hier, das ist also hier markiert. So she's marking that here. Und gehen wir jetzt zur Offenbarung 17, Verse 13 und 14, was sie auch noch zitiert hat. And on the next page we're going to Revelation 17, verses 13 and 14, und, which she also quoted. Und das sollte uns auch bekannt vorkommen, denn das haben wir auch schon angeschaut. And we should recognize this because we've already looked at it. Das sind jetzt über diese 10 Könige, speaking about the 10 kings, die jetzt ihre Macht dem Tier geben werden. Who give their power to the beast. Da steht, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, welche noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige auf eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einerlei Ansicht und ihre Macht und Gewalt übergeben sie dem Tier. Okay, also hier sehen wir, dass hier an Punkt B, also diese 10 Könige was tun werden? So we can see at point B, these 10 kings are doing what? Genau, sie übergeben jetzt ihre Macht dem Tier. They're given their power to the beast. Und was haben sie, in Vers 13, wie stehen diese 10 Könige zueinander? And in Vers 13, how are these kings in relation to each other? Genau, sie sind sich einig, richtig. They have one mind. Ja. Deswegen, unity. Nicht nur ist der Drache, das Tier und der falsche Prophet unter sich einig und kommen zusammen, so not only the beast, the dragon and the false prophet are in unity and coming together, sondern auch sozusagen der Drache unter sich, die 10 Könige sind sich alle einig. So the dragon itself, the 10 kings in itself are in unity. Ja, sie sind sich einig, jetzt dem Papst die Macht wiederzugeben. They are in unity in giving the papacy back its power. Ja, deswegen wir werden hier also diese Weltregierung sehen. So we're going to see this world government here. Ja. Wo, die dann den Papst erheben werden. They are going to lift up and exalt the papacy. Und das ist auch, wenn wir noch mal einmal hochgehen, and if we go up, da sagt sie dann in dem Unterstrichenen, in 14 manuscript releases, the bold print, eine korrupte Vereinigung wurde gebildet, um Gottes Gedächtnis der Schöpfung niederzureißen. So a corrupt union has been formed to tear down God's memorial of creation. Also Satan bündelt all seine Mächte jetzt hier. So Satan is bringing all of his powers together in unison, um jetzt gegen Gott vorzugehen, to come against the sign of God's creation, also um jetzt hier Gottes Gesetz zu beseitigen. Und ja, und diese Verbindung, die oder dieses Zusammenkommen der Mächte, dieser feindlichen Mächte, this union of this enemy, findet man ja auch immer oftmals in der Bibel dann natürlich erwähnt. And we can find this all the way through the Bible. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die nächste Seite gehen und Psalm 83 uns anschauen. In Psalm 83, on the next page. Da lesen wir ab Vers 2. From verse 2. Da steht, denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Wider dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich wider deine Geborgenen. Also hier sehen wir jetzt, da sind jetzt die Feinde Gottes beschrieben. So, speaking about the enemies of God. Und was machen sie? And what are they doing?
Ja, aber was machen sie zuerst? What are they doing first? In Vers 2. In Vers 2. Sie erheben das Haupt. They lift up their heads. Und wie viele Feinde werden hier in den Versen 6 bis 8 beschrieben? And how many enemies are written from verse 6 through 8? Das sind die Zelte Edoms, die Ismailiter, Moabit, Hagariter und so weiter. Wir haben das ja schon mal durchgezählt, richtig? Edom, Ismailite, Moab, Hagarins, etc. Genau, es sind 10, diese 10 Feinde. It's 10 enemies. Und sie beraten sich alle hier miteinander in Vers 3. And in Vers 3 it tells us that they're taking crafty counsel together. In other words, they're coming together and counseling. Und in Vers 5, was steht, denn sie haben sich beraten mit was für einem Herzen? Einmütigem Herzen. And it tells us in verse 5 that they've consulted together with one consent. Ja. Und wir haben ja in Offenbarung 17 gelesen, sie haben einerlei Ansicht. Ja, sie sind alle jetzt eins in ihrer Ansicht. In Vers 17 we read that they have one mind. Revelation 17. Yes. Ja. Okay. Und sie haben hier einen Bund wider dich gemacht, steht hier. And it tells us that they have come together to form a union. Und in Vers 4, was wollen sie denn machen? And what do they want to do in verse 4? Sie sprechen, kommet und lasset uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. So they're saying, come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. Also was wollen sie mit Gottes Volk tun? What do they want to do with God's people? Töten, richtig. Destroy them. Ja. Deswegen hier wissen wir, machen sie dieses Todesdekret. That's how we know why they're making this death decree here. Okay. Haben wir ja gesehen in Daniel Kapitel 3. Daniel Chapter 3. Ja, machen sie das Todesdekret und das wird dann aber erst später, wenn du es übertrittst, dann gegen dich gebracht werden. They make the death decree and then later on when you reject this law, then they're going to bring it against you. Und was ist dieses Haupt in Vers 2, was sie hier erheben? And what is this head in verse 2 that they're lifting up? Dann gehen wir zur Seite 28 in den Notizen. Haltet den Finger ruhig hier. Page 28 in your notes, keep your finger there. Bruder Mark hat euch das schon gezeigt gehabt. Brother Mark's already shown us this. Aber es ist gut, das nochmal zu wiederholen. But it's good to have repetition. Ende von Seite 28 in den Notizen. At the bottom of page 28 in your notes. Das Zitat hier aus 7T 182. The quote from 7 Testimonies 182.2. Also die Frage war, was für ein Haupt erheben Sie? Da steht: Die Welt ist gefüllt mit Sturm und Krieg und Uneinigkeit. Doch unter einem Haupt, der päpstlichen Macht, werden sich die Menschen zusammenschließen, um sich Gott in der Person seiner Zeugen entgegenzustellen. So the question is, which head have they lifted up? And we read here, yet under one head, the papal power. The people will unite to oppose God in the person of his witness. Okay, also hier sehen wir, ja, sie haben einerlei Ansicht und geben ihre Macht diesem Tier, diesem Haupt, was sie dann erheben werden. So they are in unity that they're going to give their power to the papacy and lift up his head. Okay, gehen wir zurück zu Seite 230. Back to page 230. Auch hier lesen wir jetzt von diesem Bündnis, was hier die Könige der Erde machen. So here we can read about this confederacy that the kings of the earth are making. Das steht jetzt ab Vers 1. In Vers 1, Psalms 2, Vers 1. Also Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde. Also wer tritt hier auf? So who's setting themselves together here? Die Könige der Erde. Kings of the earth. Und wer sind die Könige der Erde prophetisch gesehen? And prophetically, who are the kings of the earth? Die 10 Könige, the genau. 10 kings. Ja. Und was wollen sie machen? What do they want to do? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wider Jahwe und wider seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Also hier sehen wir, sie sind wieder hier zusammen am Ratschlagen. So we can see once again they're taking counsel together. Und was wollen sie mit Gottes Volk machen? What do they want to do with God's people? Uns wieder beseitigen, richtig? They want to cast them aside. Und es ist interessant, hier steht, lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Interesting to see they want to break their bands asunder and cast away their cords. Und im Englischen steht cords. Okay. Und
Was sind diese Cords? And what are these cords? Genau, sind die Stricke, richtig. The lines. Sind die Linien, okay. Denn diese Linien, diese Botschaft, die gefällt ihnen gar nicht, die wir they da verkündigen. Don't like this message. Ja. Und deswegen, diese Botschaft wollen sie unbedingt zum Schweigen bringen. And they want to silence this message at all costs. Ja. Haben wir Beispiele davon, dass, do we have any examples? Dass Gottes Volk sozusagen einen Mundkorb verpasst wird in der do Bibel? Do we have any examples where God's people are told to be silent? Gehen wir mal zu Apostelgeschichte Kapitel 5. If we turn in the book of Acts to chapter 5. Und das steht jetzt hier in Vers 27. In Vers 27. Und sie, also Apostelgeschichte 5, Vers 27. Und sie brachten sie, das sind die Apostel, und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Also was haben sie ihnen geboten? So, what did they tell them? What did they command them? Zu schweigen, richtig. To be quiet, ja. Not to teach. Und was antwortet Petrus jetzt? And what did Peter answer them in verse 20? Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja. Also sie haben sich diesem Anti-Predigt-Gesetz nicht unterworfen. So they didn't bow down to this stop preaching law. Und was ist dann das Resultat gewesen hier, Vers 33. And in verse 33 we see the result. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. So when they heard that, they were cut to the heart and took counsel to slay them. Ja. Also wenn wir den Mund nicht halten, so if we don't keep silent when they tell us to, was werden sie dann letztendlich mit uns machen? What are they going to do? Sie wollen uns töten. Deswegen diese Linien, diese Stricke, die wir verkündigen, die werden die Nationen peinigen. So these lines, this message that we are teaching is going to humble the nations. Und woher wissen wir das? And how do we know that? Gehen wir zur Offenbarung 11. If we go to Revelation chapter 11. Ganz genau. Gehen wir zur Offenbarung 11, das ist dann die Geschichte von den zwei Zeugen. Revelation 11, once again, it's the story of the two witnesses. Ja, und diese zwei Zeugen weissagen ja für diese 1260, richtig? The two witnesses, they are prophesying for the 1260 days. Und was passiert jetzt? Ja, sie werden getötet, aber was sagt uns hier Vers 10, was so die Welt macht? They are killed, but what does verse 10 tell us that they do? Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen, also wenn sie tot sind, und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. It tells us that those that dwell upon the earth will rejoice over them and make merry and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwell on the earth. Ja. Deswegen die Botschaft, die wir hier geben, die ja, die wird die Leute auf der Erde quälen, sagt es hier. So the message that we're going to give at this time, it tells us here, it torments the nations. Und was ist es, was die Völker quälen wird? And what is it that torments the people? Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 9. In Revelation chapter 9. Und das ist jetzt die fünfte Posaune. And this is the fifth trumpet. Und die erste Wehe. The first woe. Und was haben unsere Pioniere verstanden, was das ist? And what did our pioneers understand what that was? Islam. It's Islam. Ja. Deswegen, wir lesen jetzt mal Offenbarung 9. In Revelation chapter 9. Und lesen wir Vers 4 bis 5. Verses 4 and 5. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünes, noch irgendein Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirn haben. Also wer wird hier jetzt von dieser Macht bedrängt werden? So, who is it that's hurt from this power? All diejenigen, die, was steht hier? Everyone who
die nicht das Siegel Gottes an der Stirn haben. Everyone who does not have the seal of God's in their seal of God in their forehead. Deswegen hier ja diejenigen, die den Sabbat halten. So at this point everybody who's keeping the Sabbath. Ja, hat in dem Sinne dieses Siegel per Verheißung. Have got the seal of God in their head as per promise. Aber natürlich erst wenn wir komplett durch den Test gegangen sind, werden wir es dann tatsächlich erhalten. But first when we are faithful through the whole testing process we actually get to keep the seal of God. Aber wir sehen hier, was wird jetzt der Islam hier machen? But we can see at this point what is Islam going to do? Mit denjenigen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. To those who do not have the seal of God on their forehead. In Vers 5. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Ja, also was tut der Islam hier mit den Völkern? So what does Islam do to the people here? Er quält sie. Torments them. Und das ist, was wir in Offenbarung 11 gelesen haben. And that's what we just read in Revelation 11. Wo die Völker gequält werden durch diese Stricke, die die 10 Könige unbedingt von sich haben wollen. Where the nations are tormented by the cords, the lines that we teach that the 10 kings are determined to silence. Und werden die Nationen heute schon in einem gewissen Maße vom Islam gequält? And are the nations to a certain degree today tormented by Islam? Ja. Ja, und wir wissen ja, dass wer kontrolliert den Esel? And we know who controls the ass, the Christus, ja. It's Christ. Christus ist derjenige, der auf dem Esel nach Jerusalem einreitet. Christ is the one that rides the ass into Jerusalem, the triumphal entry. Die falschen Propheten wollen den Esel kontrollieren. The false prophets want to control the ass. Aber es ist ja Gottes wahres Volk, das den Esel kommandiert. But it's God's true people that command the ass. Christ is riding the fore of the ass. Yes. Balaam is riding this female ass. It's a counterfeit. Okay. Genau. Also Christus reitet ja diesen Esel füllen. Also Christ rides the foal of an ass. Aber Balaam zum Beispiel, er reitet diese Mutteresel. But Balaam, he's riding a, how do you describe it? A female ass. Und wir verstehen jetzt noch nicht völlig, was das bedeutet, aber wir haben eine gewisse Idee, was das bedeuten kann. Also we don't have a complete understanding of this at this time, but we've got a good idea of what that means. There's two asses. There's this female ass and the foal, but Christ gets on the foal. Also da gibt's diese 2 Esel, ja, die losgelöst werden. Einmal gibt's ja die Eselmutter, die da ist, und dieses Eseljunge. Und Christus reitet ja auf diesem Esel füllen. So when they are sent to loose the ass, there is the ass's mother and then the foal of the ass. But it's the foal of the ass, although both asses are loosed, it's the foal of the ass that Christ rides into Jerusalem. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt alle, was bedeutet das? And we're probably all asking ourselves what that means. Und das werden wir, also ich will das für mich selber noch genauer studieren, aber wir können es euch in der Frage- und Antwortstunde dann sagen, was wir darunter verstehen. Also personally, I want to continue to study that out, but we can discuss it in the question and answers. Also wie gesagt, wir haben eine gewisse Antwort, aber ich bin noch nicht bereit, das öffentlich so zu sagen. Also we've got a good idea, but we're not quite at the stage where we want to publicly declare it as truth. Okay. Der Balaam konnte den Esel ja nicht bändigen. Genau. Also der, aber da können wir dann später drauf. We'll come back to that. Okay. Aber um das nochmal jetzt zusammenzufassen, ist es ist Gottes Volk also, die diesen Esel kontrollieren soll. So it's God's people that control the ass. Denn wen hat Jesus geschickt, um den Esel loszubinden? So who did Jesus send to loose the ass? Genau, seine Jünger. It was his disciples. Ja. Deswegen, wir sind diejenigen, die diesen Esel lösen werden. So we're the ones that are going to loose the ass. Ja, und wie werden die Esel gelöst? Set loose? Da lesen wir zum Beispiel hier in Offenbarung 9 nochmal. In Revelation chapter 9. Und lesen wir Vers 13. In Vers 13. Und 14. And 14.
steht, und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Also wer gibt hier den Befehl, den Islam hier zu lösen? So, who gives the order to loose Islam here? Ja, ist das der Engel? Wer gibt den Befehl hier? So, who gives the order? Was steht hier? Es ist eine Stimme, richtig? Die von diesen vier Hörnern des goldenen Altars kommt, der vor Gott steht. It's a voice that comes from the four horns of the golden altar, which is before God. Und was ist dieser goldene Altar, der vor Gott steht? And what is this golden altar that's before God? Ist der Altar, der Räucheraltar, richtig? It's the altar of incense. Es gab zwei Altäre im Heiligtum, einmal den Bronzealtar, der stand im Vorhof. So there's two altars in the sanctuary. There's the altar of sacrifice that's in the outer court. And what's a brazen altar? The brazen altar. Und dann gab's diesen goldenen Altar, der hier direkt vor der Bundeslade stand im Heiligtum. That's standing just before the ark in the holy place. Und wer hat dort gedient? Wer hat dort geräuchert? And who was it that served in the holy place? Who was it that war der Priester, richtig? Sent up the smoke. Und wen stellt der Priester da? It was the high priest. And who's the high priest? Na, es ist Christus. It's Christ. Ja. Deswegen die Stimme, die hier diesen Engel gebietet, jetzt diese vier Engel loszubinden. Ist Christus. The voice that commands the loosing of these four angels is Christ. Ja, aber wie oder wodurch, durch wen spricht Christus hier auf Erden? But through what medium does Christ speak here on the earth? Genau, durch sein Volk, ganz through genau. His people. Amen. Deswegen, die Botschaft, die wir geben, die wird letztendlich ja, den Esel lösen oder binden. So the message that we are giving will loose the ass or bind the ass. Aber natürlich nur, wenn die Botschaft, die wir verkündigen, auch im Einklang ist mit Gottes Wort. But of course only when the message that we are given is based upon the word of the God, word of the Lord. Denn wenn wir unsere eigene Botschaft bringen, dann ist das ja nicht das Wort Gottes, was wir sprechen. Then if we bring our own message, then it's not the word of the Lord, right? Dann wird der Esel auch nichts tun. Then the ass is not going to do anything. Aber sobald wir Gottes Wort auslegen, richtig auslegen und verkündigen Sachen immer als eine Objekt, also eine Veranschaulichungsunterricht sehen. So we've always got to take these external things as an object lesson for ourselves. Um die internen Täuschungen Satans in dieser Bewegung zu erkennen. So that we can recognize the internal deceptions of Satan within us, among us. Aber dann kann Gott sogar noch eine Ebene tiefer gehen. But God can go even a level deeper. Er offenbart uns dann auch sogar unser eigenes Herz damit. He also reveals what's in our own hearts. Ja, denn dieser Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der sitzt ja im Tempel Gottes, richtig? This man of sin, the son of perdition, he sits in the temple of God, right? Ja, wir wissen, der Tempel Gottes ist einmal die Gemeinde. So we know that the temple of God at one level is the church. Ja, wir wissen, wenn du es auf diese breite Ebene tust, ist das extern der Papst, so der sich als Christ ausgibt. On the big level externally, we know that it's the papacy that sells himself as a Christian. Aber dann intern ist es diese Bewegung hier. But internally it's within this movement. Ja, es ist dieser Judas hier in dieser Bewegung. Judas that's among us. Aber wer ist noch der Tempel Gottes? But what else is the temple of God? Genau, es sind wir, richtig? It's us, personally, it's our hearts. Deswegen auch in uns ist dieser Papst. So this principle is to be seen in our own hearts. Und Gott möchte uns durch die externen Sachen uns unser eigenes Herz zeigen. So God uses the external things to show us our own hearts. Damit wir unsere eigene Falschheit erkennen. So that we would recognize our own wickedness, our own wrongs. Ja. So dass wir dann Buße tun können und abkehren können von aller Täuschung unseres eigenen Herzens. So that we can confess and repent these things and turn from these wickedness within us. Denn was sagt die Bibel über das menschliche Herz? So what does the Bible say about the human heart? Es ist überaus trügerisch und bösartig, wer kann es ergründen? It's deceitful above all things, desperately wicked, who can know it? Okay,
Lass uns jetzt noch abschließen. So we're gonna close. Mit den letzten Gedanken hier auf Seite 240. On page 240, the last thought for just now. Ja, da lesen wir hier in der Mitte, was die Gewerkschaften auch für eine Rolle in der 1888er Sonntagsgesetzbewegung gespielt haben. So we're going to see what the labor unions played for a role in the 1888 movement. Ja, weil wie gesagt, diese Sonntagsgesetzbewegung von damals schattet jetzt die Sonntagsgesetzbewegung in unserer Zeit voraus. So the Sunday law movement at that time is a type of the Sunday law movement that's going to take place in our time. Und wir wissen, dass ja, sie diesen Antrag stellen werden, die Verfassung zu ändern. And that they are going to bring these petitions to change or alter the constitution. Und das haben sie auch damals versucht und die Gewerkschaften hatten großen Anteil daran. And they done it back then and the labor unions played a major role in this. Lesen wir jetzt hier das Zitat in der Mitte. Am 9. November 16, weiß ich jetzt auch nicht genau, was das ist. Ich glaube, es ist November 16. Also wahrscheinlich der 16. November ist jetzt auch halb so wild. Bestätigte dies auch die Knights of Labor General Convention. Das ist jetzt eine dieser Gewerkschaften gewesen. Und diese Aktion, sagte Dr. Crafts, trug die Antragsteller über die 5-Millionen-Grenze hinaus. Also hier sehen wir, dass jetzt ja, diese Knights of Labor, das war eine große Gewerkschaft damals. Sie, ja, Knights of Labor was a major union. Sie haben jetzt hier diese Petition ja, über diese 5-Millionen-Grenze gebracht. And they brought this petition over the 5-Million line. Und dann steht hier im nächsten Fettgedruckten, die Gewerkschaften und die Kirchen waren noch nie zuvor vereint. Wenn die Gewerkschaften allein das bekommen können, was sie wollen, und wenn die Kirchen allein das bekommen können, was sie wollen, wie viel mehr und leichter kann dies erreicht werden, wenn all dies miteinander vereint ist? Also hier sehen wir, ja, die Gewerkschaften und die Kirchen sind an sich nie bisher vereint gewesen. So it's telling us that the unions and the churches were never in unity. They never came together and worked together. Denn die Gewerkschaften sind ja an sich bestehend aus was für einer Klasse von Menschen meistens? The unions is normally made up of what type of people? Arbeiterklasse. The working genau. Class, right? Und die Arbeiterklasse sind normalerweise in was für einer Ideologie? And the working class has what kind of ideology? Die sind ja eher meistens links orientiert, richtig? More likely, left orientated political. Das sind ja diese Arbeiterparteien, sind die ja, zum Beispiel in SPD, war zumindest die Arbeiterpartei. Ja. Und ja, deswegen sind normalerweise ja, kommunistisch oder sozialistisch orientiert. These labor unions are normally the working class. They are normally built up on socialism or communist ideologies. Und die haben an sich ja ein atheistisches Gedankengut. And that in itself brings with it an atheist impetus. Okay, aber hier sehen wir jetzt, dass die Kirchen und die Gewerkschaften zusammenkommen werden. It's telling us here that the churches and the unions are going to come together. Weil sie nämlich dieselben Ziele verfolgen. Because they are both pursuing the same goal. Und lasst uns das jetzt mal anschauen. We're going to take a look at that. Und zwar gehen wir zu Seite 247. On page 247. Wie das nämlich zum Beispiel heute hier auch in Deutschland aussieht. And this is how it is in Germany today. Das ist jetzt ein Artikel vom letzten Jahr. So this is an article from last year. Und das ist hier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. And this is from the German Federation of Trade Unions. Und da ging es auch dann um die Sonntagsruhe. And this is speaking about Sunday rest. Da steht der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, Rainer Hoffmann, hat sich für die Sonntagsruhe ausgesprochen. Der DGB sei in dieser Frage ganz eng bei den Kirchen. Ja. Also auch hier sehen wir schon, dass die Gewerkschaften und die Kirchen in dieser Sache zusammenkommen. So here we can see that the churches and the unions are actually forming and coming together. Gehen wir zur nächsten Seite. On the next page.
Und ich denke mal, ihr kennt auch alle diese europäische Sonntagsallianz. So, I'm sure you've all heard about the European Sunday Alliance. Ja, das ist dann hier in der Mitte, das Zitat. In the middle of this quote. Lesen wir einfach hier das Unterstrichene. The bold print that's been underlined. Steht, die Europäische Sonntagsallianz ist ein Netzwerk nationaler Sonntagsallianzen, Gewerkschaften, Arbeiterverbände, Organisationen der Zivilgesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, die sich dafür einsetzen, das Bewusstsein für den einzigartigen Wert einer synchronisierten Freizeit für unsere europäische Gesellschaften zu schärfen. Also hier sehen wir auch, dass hier die Kirchen und die Zivilgesellschaften und Gewerkschaften hier alle sich schon vereinigt haben, um die Sonntagsruhe in Europa durchzusetzen. So we can see that the trade unions, the employers unions, the churches etc. have all come together to unify for the goal of setting Sunday in place. Und auch jetzt gar nicht mehr, das ist ziemlich aktuell das Thema, ja, diese Proteste in Frankreich. So the protests that have taken place in France. Ja, diese Gelbwesten-Proteste, ich denke mal, die meisten von uns haben da bestimmt von gehört schon. No, I don't know what you mean. The what? This protest of the yellow vests, it's called. Oh, the protests of yellow vests in France. Ja, das ist jetzt, momentan geht das in Frankreich vor sich. That's happening now in France. Wo hunderttausende Leute auf die Straßen gehen. Where 100,000 people went to the streets. Ja, und diese gewaltsamen Proteste durchführen. And these violent protests. Und lass uns das mal kurz hier ein wenig lesen. Da steht, Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, plünderten Geschäfte, stürmten den Triumphbogen. Es waren Bilder der Gewalt, die am Wochenende aus Paris um die Welt gingen. Mit spontanen Protesten gegen die Regierungspolitik hatten die Gelbwesten begonnen. Und die heißen deswegen diese Gelbwesten, weil sie diese gelben Westen, diese Warnungswesten anhaben. So, also diese, wenn du einen Autounfall oder sowas hast, ja, dann ziehst du immer diese Warnwesten an. So they had these high-vis vests on, that's why it's called the yellow vest protest. Und dann lesen wir mal hier das nächste Fettgedruckte. In the next bold print. Die Polizei nahm mehr als 400 Menschen fest. In Südfrankreich kam ein Mann ums Leben. Es ist bereits das dritte Todesopfer seit Beginn der Proteste. Ja, und sind mittlerweile, sind glaube ich schon 4 oder noch mehr gestorben. Und dann nächstes Fettgedruckte, 300.000 Teilnehmer sind da gewesen. Eine Woche später gingen den Angaben zufolge in ganz Frankreich wieder 106.000 Menschen auf die Straßen. Vergangenen Samstag waren es 136.000. Und dann das untere, unter ihnen sind viele Arbeiter, auch wenn die Gewerkschaften bisher nicht offiziell dazu aufgerufen haben, die Bewegung zu unterstützen. Aber wir sehen hier, ja, das ist, ja, was wir gelesen haben, diese Gewerkschaften, und ja, die werden schreckliche Gewaltakte ausführen. So we already read that the trade unions are going to use a violence that we've not seen before. Ja, normalerweise ermutige ich keinen, irgendwie Nachrichten zu schauen oder so. So normally I wouldn't encourage anybody to follow the news. Aber diesmal schaut euch ruhig mal diese Straßenschlachten da an. Take a look at this. Dann werdet ihr sehen, ja, schon eine kleine Veranschaulichung, wie es bald in den Städten aussehen wird. Just take a look, it's just a little peek at how it's going to look like in the cities in the near future. Und wie diese Gewerkschaften wirklich alles ins Chaos stürzen werden. And how these trade and labor unions are going to turn the whole world into chaos. Ja, deswegen ist es ganz klar, Gottes Wort warnt uns und möchte uns aufrufen. Und Ellen White fragt immer, warum seht ihr das nicht? Das ist vor euren Augen, spielt sich das alles ab. So it's clearly happening. God's word is warning us from this. Ellen White says, why can we not see it? Und deswegen, ja, nehmt das euch zu Herzen. So take this warning to heart. Und falls ihr in Gewerkschaften seid, tretet sofort aus. And if you are a member of a union, a labor union or a trade union, und wenn du kein Mitglied bist, dann trete auch ja nie ein. And if you are not a member, then don't join. Okay. Und insgesamt diese ganzen menschlichen Verbindungen und Bündnisse, die sich formen werden, nicht daran teilnehmen.
And all these unions and confederacies that are going to take place in this time, we are forbidden to take part in them. Okay, lass uns jetzt mit unserem Gebet abschließen. Shall we pray? Himmlischer Vater. Heavenly Father. Ja, du liebst uns so sehr. Lord, you love us so much. Und deswegen zeigst du uns all das, was auf uns zukommen wird. And because of that, you're showing us everything that's about to transpire. Und das sind keine schönen Ausblicke. It's not a nice view. Zumindest wenn wir die Begebenheiten in dieser Welt betrachten. From the perspective of the things that are happening in the world around us. Aber lass uns nicht vergessen, dass du uns in dieser Zeit besondere Gnade geben wirst. Und dass wir das Wort Gottes verstehen werden wie noch nie zuvor. That we're going to understand your word like never before. Dass wir innige Gemeinschaft haben mit dir wie nie zuvor. That we're going to have an inward relationship with you like we've never had before. Einen Frieden bekommen von dir wie nie zuvor. Peace in our hearts like we've never had before. Aber auch nur, wenn wir deinem Wort folgen. But only then when we follow your word. Und deswegen bitte gebe uns ein gehorsames Herz. So please, Lord, we ask for an obedient heart. Bitte bereite uns vor, die Zeichen der Zeit zu sehen. Please prepare us, Lord, that we would be seeing these things, the times, the signs of the times. Und dass wir unser Vertrauen lernen, in dich zu setzen. And that we would learn to place our trust in you. Und wenn wir auf unserem Arbeitsplatz immer mehr als Sklaven verkauft werden, and when we in our workplaces more and more are treated like slaves, dann lass uns Hoffnung und Trost finden in den Geschichten der Bibel. Then help us to find hope and comfort in the stories of the Bible. Dass du derjenige bist, der die Gebundenen frei macht. That you are the one that sets captives free. Wenn wir zu dir kommen und dich um Hilfe anrufen. When we come to you and ask for help. Deswegen bitte hilf uns, dass diese ganzen Geschehnisse uns immer näher zu dir bringen mögen. So we ask that all of these things that are happening would draw us closer to thee. Denn dazu sind sie eingesetzt. For that's the reason that you sent them. Und so bitten und danken wir dafür im Namen Jesu. So we ask and give you thanks for these things in Jesus' name. Amen. Amen.